Liebe Leute, bei mir Thomas Kerkhoff, der ja, designierte Kandidat der CDU für die Bürgermeisterwahl. Herr Kerkhoff, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass es soweit schon gekommen ist. Dankeschön. Damit sind wir auch schon am Ende der Nettigkeiten. Was ist in Gescher passiert, dass Sie da nach 5 Jahren gehen müssen? Ich muss da nicht gehen und ich habe das im Vorgespräch Ihnen ja auch schon angedeutet. Das ist eine sehr schwere Entscheidung für mich, es fällt mir auch schwer. Die Entscheidung, nach Bocholt zu kommen, ist keine emotionale gegen Gescher, aber es ist eine notwendige Bedingung, dass man nur in einer Kommune kandidieren kann. Und ich habe in dieser Woche, wozu ich veranlasst war, dort Klarheit geschaffen und meine Bereitschaft zur Kandidatur hier erklärt. Aber Sie sind ja mit, ich glaube, 71,8% gewählt worden. Da ist es dann natürlich, und das Bürgermeisteramt ist ja nicht mehr als ein Job, da ist es dann schon außergewöhnlich, wenn man dann sagt, so, jetzt gehe ich in die nächste Stadt mit dem besseren Angebot. Gibt es nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem? Glaube ich nicht. Sie sprechen es zu Recht an. Das sind Zeitverträge, die man da schließt. Das ist auch immer ein Wahlamt. Jeder Bürger, jede Bürgerin hat die Chance, nach 5 Jahren sich das auch neu zu überlegen. Und natürlich ist es auch immer so, dass derjenige, der kandidiert hat, der ein Amt auch ausgeübt hat, auch die Chance haben muss, sich Sachen nochmal zu überlegen. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Es fällt mir schwer. Es ist auch keine leichte und keine schnelle Entscheidung gewesen. Aber es ist nun mal jetzt hier eine einmalige Chance und die will ich gerne ergreifen. Und wie sieht es 2025 aus, wenn Sie hier gewählt werden würden und es lockt eine noch größere oder noch schönere Stadt? Eine schönere Stadt gibt es nicht. Sagen wir mal eine größere Stadt. Also die eine Sache, die für mich sehr wesentlich war, ist, ich bin Westmünsterländer durch und durch. Ich nenne das immer so Kind des Kreises Borken, durch verschiedene politische Tätigkeiten schon viel hier auch unterwegs gewesen. Das ist der Lebensraum, in dem ich bleiben möchte und da ist Bocholt die größte Stadt. Das bedingt auch, was ich gerade zu Ihnen sagte, dass das die Herausforderung, die Stadt ist, mit der ich jetzt meine berufliche Zukunft und auch die private verknüpfen möchte. Und ich finde das immer gut, in der dritten Hypothese zu denken, das tun Journalisten gerne, was ist wenn und dann noch, aber es sind noch viele Dinge vorher zu tun und es gebietet auch erstmal, dass man jetzt das tut, was mir dann auch obliegt, erstmal Bürgermeister in Gescher sein, dann durch die CDU wirklich auch nominiert zu werden und dann auch eine Wahl zu gewinnen. Jetzt sagte der Stadtverbandsvorsitzende Lukas Kwiatkowski eben im Vorgespräch, man hat sie bewusst deshalb ausgewählt, weil es in Bocholt viele Herausforderungen gibt und da muss man hier noch einen haben, der die lösen kann. Da ist die Wahl auf Sie gefallen. Welche Herausforderungen sind das und kennen Sie die überhaupt schon? Ich kenne natürlich nicht alle Themen, die Bocholter und Bocholterinnen gerade bewegen oder die man hier so auch als Problem empfindet. Dafür ist mein Job in Gescher viel zu umfassend und viel zu sagen wir intensiv, weil ich den auch sehr mit Herzblut mache, dass ich mich da auch voll in die Themen reinhänge. Aber ich glaube, es tut auch gut, dass man jetzt die Zeit, die dann, wenn der Wahlkampf beginnt, auch nutzt, zuzuhören und sich die Probleme auch mal anzuhören, die Menschen hier sehen und nicht klar zu sagen, ich komme jetzt von außen und ich weiß sowieso alles besser und jetzt mache ich 1, 2, 3 und schwuppsiwupp ist hier alles gelöst, sondern wirklich erst auch mal zu analysieren, zu schauen, was sind die Themen, welche Projekte sind auch eingestielt. Ich meine, Themen wie das KUBAI oder das Rathaus, das sind natürlich große Stadtentwicklungsprojekte, die sind mir durchaus bekannt. Da muss man auch irgendwann erstmal gucken, dass man sich da einarbeitet, um dann zu sagen, kann man noch was mit positiv gestalten, kann man was verbessern und ansonsten vollzieht man sie im Zweifel dann und dann muss man eben schauen, was kann man auch noch Neues entwickeln. Sie sind Parteimann in Anführungsstrichen, also Stellvertreter von Jens Spahn als Kreisvorsitzender, stellvertretender Kreisvorsitzender also. Wie wollen Sie die anderen Parteien, also sozusagen die Opposition, mit auf Ihrer Seite ziehen? Denn die Stimmen werden Sie ja wahrscheinlich oder eventuell auch brauchen, wenn es zu einer Stichwahl kommt. Ich mache auf jeden Fall das Angebot und ich denke, da ist auch die CDU in Bocholt offen, wenn sie mich denn dann auch als Kandidat nominiert, dass man mit jeder politischen Gruppe, abgesehen von extremistischen Gruppen, dass man mit denen spricht und sich da auch austauscht und in den Austausch kommt. Wenn sie sagen, ich bin Parteimann, würde ich es anders formulieren, ich bin Parteimitglied und ich habe auch klare Standpunkte. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch bereit bin, wenn ich ein Amt dann auch übernommen habe, da auch eine Neutralität in den Punkten, wo das notwendig ist, an den Tag zu legen. Und auch, das ist mir auch immer sehr wichtig, mit allen Fraktionen, die eben in einem Rat vertreten sind, dann vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Sie sind verheiratet, Ihre Frau ist eingeweiht, gehe ich mal von aus? Ja, das wäre jetzt sonst ein bisschen komisch, wenn es im Internet gesendet wird und ich hätte es ihr nicht gesagt. Also nein, in der Tat, ich habe das
mit ihr lange, lange abgewogen. Wir fühlen uns in Gescher auch sehr wohl, das muss man auch so sagen. Aber wir haben auch beide eine Bocholter-Geschichte und insofern war das dann auch nochmal eine bewusste und eine gemeinsame Entscheidung. Okay, ja, der Wahlkampf ist eröffnet, liebe Leute. Sind wir mal gespannt, wer da jetzt noch folgt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.